Was geht ab, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde God of Weapons. Ja, aus der Thematik, mit dem ich mach mal nur eine Folge, ist wohl gar nichts geworden, weil dieses Spiel ist so dermaßen fesselnd, dass ich jetzt gesagt habe, okay, alles klar, wir versuchen gleich das nächste. Wir schnappen uns jetzt mal den Zauberer, ne, den hatte ich ja auch noch nicht. Ich spiele die Charaktere ja gerade alle einem nach dem anderen anscheinend frei. Also wird ausprobiert. So, der Zauberer hat noch keine Unterklassen fertig. Schaffe 5 Ebenen ohne Level aufzusteigen. Wie soll man das denn schaffen? Naja, keine Ahnung. Erreiche 50 magische Kraft, kriegen wir hin. Wir nehmen aber erstmal den Standardzauberer. Plus 5 magische Kraft, minus 10 Vitalität. Und Modifikatoren sind 33% effektiver. Nahkampfmodifikatoren bringen gar nichts. Projektilmodifikationen bringen auch nichts. Also Magie, Magie, Magie. So, Startwaffe. Eisstab. Ein Projektil, verlangsamt Gegner, Zauberstab, ja, der äumelt richtig rein, aber ihr seht, der braucht auch verdammt viele Plätze. Den habe ich noch nicht. Schalte diese Waffe in der Waffenkammer frei. Moment. Nein! Ich bin dumm. So, genau, Feuerstab, 3 Projektile. 30 Brandschaden, 5 Sekunden. Wir nehmen ihn mit. Gegenstände, da haben wir auch noch nichts freigeschaltet weiter. Erhalte ein Schild zu Beginn. 15 Schild. Ja, nehmen wir mit. Schwierigkeit. Siegerbonus plus 3. Die Feinde sind stärker. Es gibt neue Eliten, neue Feinde und ein Overlord kommt. Pass auf. Nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, was schaffen. Sag ich vorweg, es kann sein, dass dieser Run wieder ein Fail wird. So, schalte in der Waffenkammer neue Waffen frei. Aha. Uff. Erzeugt eine Feuerzone, die Flächenschaden verursacht. Verursacht 12 mal Brandschaden im Verlauf von 3 Sekunden. Okay. Armbrust. Kanone. Gut, das sind alles Brüste, die wollen wir nicht. Bogen des Heckenschützens, aha. Nee, wollen wir auch nicht. War das der Feuerballstab oder was? Pass auf, wir erwerben den einfach mal. Ich glaube, jetzt können wir den im Portfolio kriegen. Vielleicht ist das nämlich so rum. 25% Angriffsgeschwindigkeit. Oh, die würde ich ja gerne haben, ne? Ja, dup, 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 dup. Und das war der elektrische Stab, den wollte ich eigentlich haben. Absolutes Träumchen. Und dann schauen wir doch mal. Zurück. Können wir hier nochmal was dran verändern? Das würde mich ja jetzt echt mal interessieren. Wenn ich wieder zurück zum Ausgangspunkt hinrenne, jetzt Escape drücke. Ne, dann muss ich einmal ins Hauptmenü. Egal, wir können auch ins Hauptmenü zurückgehen. Dann nehmen wir uns den Zauberer. Und in der Startwaffe nehmen wir uns den Elektrostab. 4-mal abprallen und Schock anwenden. Geil. So, und jetzt rennen wir mal los hier. Jetzt müssen wir doch mal... Also das gefällt mir ja jetzt schon, ne? Ja. Das kann doch mal was. Find ich super. So, der ist natürlich ein bisschen komisch aufgebaut. Irgendwie liegt mein Kabel unter meinem Mousepad von meinem Handy. Das ist ekelhaft. 1, 2, 3, 4. Würfel mal neu. Hip, 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 hip. So. Wir rerollen einmal. Das ist er hier. Er ist ein Feuerballstab. Mhm. Du kannst mal einen nach hinten.
Du kannst mal hier unten hin. Hast du denn hier schon mit hin? Nee, ne? Nee. Sperren wir einfach mal. So, auf Armbrust und sowas habe ich gar keinen Bock. Der Flammenstab, das hatten wir schon. Der bringt nicht ganz so viel. Und da ist der zweite elektronische. Den speichern wir uns ab, den wollen wir auch gleich haben. Na, was haben wir hier? Hier haben wir noch magische Nee. Na komm, den sperren wir uns auch mal. Aber nächste Ebene. Also das mit dem Schocken finde ich schon mal cool. Man merkt aber auch, aua. Was wollte ich denn jetzt sagen? Man merkt aber auch, dass uns die Waffe fehlt. Weil wir spielen ja jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Explodier! Explodier! So, dann hauen wir hier direkt mal wieder raus. 1, 2, 3, 4. Pass mal auf, dann hier noch hin. Hier und hier. Dann passt der nämlich wunderbar hier noch mit hin. Smurf? Kann ich nicht? Ah, ne, passt doch nicht, ne? Aber du mal dahin. Du mal dahin. Du damit hin. Und schwuppdi passt auch das. Nahkampfkraft, bla bla, nö. Was haben wir hier? Ein Windrad, Bewegungsgeschwindigkeit und Glück. Einmal würfeln wir noch neu. Es ist nichts Geiles bei. Okay, nächste Ebene. Jetzt haben wir schon mal... Ach ja, ach ja. Also Angriffsgeschwindigkeit muss auf jeden Fall weiter hoch, definitiv. Da führt Tatsache kein Weg dran vorbei. Aber ansonsten ist ja schon mal nicht ganz so unnötig. Wieder 4 Räume mehr. Eins, zwei, drei, vier. Hier würfeln wir nochmal ein bisschen neu. Hier ist nämlich noch einer. Pass mal auf, legen wir dich mal raus. Können wir dich dann drehen? Wenn ich dich dann jetzt auch nochmal drehe, dann könnt ihr doch theoretisch... Wieso nicht? Ah! Okay, wir müssen jetzt in der nächsten Runde hier unten nochmal ein bisschen Platz schaffen. Dann könnten wir sogar den hier, den sperren wir auch mit, dann könnten wir sogar den hier mitkaufen. Aber anderer Schnack. Angriffsgeschwindigkeit. Muss mir echt merken, was die Extras hier machen wollen. Er hat zum Beispiel 8 Angriffsgeschwindigkeit, das wusste ich. Dafür haben wir aber weniger Rüstung. Das macht aber nichts. Hauptsache wir greifen ein bisschen schneller an. Ah, der Run hier ist auf jeden Fall schon anstrengender als der erste. Das merkt man.
Knosper, Knosper, das macht sich auf jeden Fall direkt bemerkbar. So, pass auf. Du hattest den 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, du müsstest theoretisch hier unten einen haben. Ja, oder wir machen das andersrum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann kann ich nämlich zumindest den hier schon mal. Wo genau war jetzt dein Problem? Weißt du auch noch nicht so genau, ne? What the heck? Jetzt überlege ich, wie ich das am besten hinkriege. Will auch nicht zu viel rerollen. Ich hatte nur die Hoffnung, ich kriege eventuell noch mal ein bisschen was mit Angriffsgeschwindigkeit rein. Einmal reroll ich noch. So, können wir direkt sperren. Aber ich leg mal alles, was ich habe, raus. Ach, darf ich nicht? Ja, super. Wie doof ist das denn? Wie soll man sich denn hier was zurecht basteln, wenn man sich rauslegen kann, den ganzen Spaß? Hallo, ich würde dich bewegen. Weil den hätte ich ganz gerne hier hochkantig gesetzt, aber das darf ich ja jetzt gar nicht. Das ist ja total bescheuert. Ja, gut, dann eben nicht, ne? Hier, elektronischer Stab, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir uns da mal einfallen lassen. Dann halt nächste Ebene. Was willst du machen? Oh je. Wir brauchen Lebensraub. Es ist soweit. So, fünf Räume. Naja, dann, also. Eins, zwei. Drei. Vier. Einer muss da noch oben links hin. Dahin. Und dann versuchen wir hier nochmal. Weil die Aldi, jetzt können wir zumindest den hier mit hinpacken. Jetzt haben wir überall einzelne frei, ne? Ich kann den einmal nach vorne packen, dann haben wir wieder zwei. Dann können wir noch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit mit reinlunzen. Das gefällt mir trotzdem noch nicht. Hier ist auch nochmal Angriffsgeschwindigkeit. Wir verlieren gerade Rüstung und Vitalität. Dann ist das mir schon klar. Was willst du machen, ne? Hier, magische Kraft Nahkampf. Magische Kraft, dadurch kriegen wir noch mehr Schild, oder nicht? Dann würfeln wir nochmal neu. Was haben wir hier? Glück und Crit-Chance, da verlangen. Nee. Alles klar, Rainer. Also die Blitze gefallen mir auf jeden Fall schon mal.
Die Brandfallen sind jetzt auch nicht das Schlechteste, hätte ich beinahe gesagt, dieser Brandstab. Und der Eisstab kann auch ein bisschen was. Apropos Eisstab, guck mal. Mehr Schaden. Achso, wähle 4 neue Räume. Eins, zwei. Oh, das wird das teuer mit dem Hin- und Hergewürfel. Drei, vier. Da muss noch einer hin, dann können wir den nächsten. Aber, verkaufen? Da verdient er hin. Ja, hier noch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit. So, jetzt brauchen wir Lebensraum. Wer kann mir denn hier Lebensraum geben? Das ist Crit und Bewegung. Bewegung und Glück. Du hast Ausweichen, dafür weniger Schaden. Nö. Vitalität und Rüstung. Dafür sind wir ein bisschen langsamer. Ja, Streikholm und so ein Zeug brauchen wir so oder so nicht. Aber so ein Lebensraub ist nicht wirklich viel, ne? Hier haben wir magische Kraft. Oh, da haben wir jetzt aber ein bisschen was zu tun. Weil den will ich auf jeden Fall mitnehmen, den Schelm hier. Also nächste Runde da noch einen rein, dann passt der. Ja, wir brauchen mehr Fläche. Wir brauchen mehr Baufläche, es nützt nichts. Aber ansonsten schallert er schon mal gut rein. Level up. Also die Blitze machen auf jeden Fall Spaß. So. Hier ein hin. Dann hier ein hin. Von mir aus hier noch ein hin. Und hier noch ein hin. So, weil dann können wir nämlich die Blitze jetzt kaufen. Das ist der nächste mit den Blitzen. Ey, das Ding sieht aus, ne? Ich will hier ran. Und wir können immer nur einen einlagern. Es ist so räudig. Ich glaube, das müssen wir freischalten. Ein Wetzstein. Bewegungsgeschwindigkeit, bla bla. Aha. 10% mehr Feinde, als wenn ich so blöd wäre. Hier, ein zweiter davon wäre natürlich auch nett. Dann verbrennen wir einfach alles um uns herum. So, nächste Ebene. Wir versuchen es. Jetzt haben wir über 45 Sekunden, die wir überleben müssen. Also wenn das in der Konstellation hier bleibt, scheint das ja recht entspannt zu laufen noch. Da oben könnte Level Up drin sein. Nö, ist noch was zu essen drin. So, nochmal 5 Räume. So. Her rauslegen. Du einmal nach da oben in die Ecke, du herauslegen. So, pass mal auf. Du dahin, du dahin. Du hierhin,
du erstmal hier hin, weil du kannst dann. Nee, passt nicht, schade. Pass mal auf, wenn ich dich jetzt hier hin packe. Dich jetzt hier mit hin packe, dich hier mit hin packe. Dich hier oben aufrecht hin packe. Hier nochmal magische Kraft. Hier nochmal Vitali-Gürtel. Und auch gleich den falschen gekauft. Gönnt sich ja sonst nichts. Bist du, tun die Lanze. Naheliegende Beweglichkeit, bla bla bla. Nö, es ist nichts Brauchbares. Ja. Wie war das? Verkaufen kann man immer noch. Hier, Lebensraub. Weniger Angriffsgeschwindigkeit ist uncool. Ja, nehmen wir mit. Gut. Ne, bisschen mehr Magie, bisschen mehr hiervon, bisschen mehr davon. Schauen wir nochmal. Nein, ich habe irgendwas verkauft, ich Vollidiot. Ich glaube, es war eine Waffe. Es war die Eiswaffe. Nein, ich habe die Eiswaffe verkauft, so blöd ich bin. Egal. Also, Memo an mich, in der nächsten Runde Waffe kaufen. Und dann muss ich mir das mit dem Schild gleich nochmal durchlesen. Ich glaube nämlich, dass die anliegenden Dinger, die an Magie bringen, das Schild erhöhen. Das heißt, da müssen wir dann einen extra Bereich quasi besorgen. Oder fertig machen. Wo die ganzen Magiedinger an dieses Schild mit rangeknüpft sind. Na also, so zwei Räume, mehr nicht. Geizknüppel. Hier und hier, so. So, Skala erhöht sich, wie ich es befürchtet hatte. Dann kann der nämlich mit dem auslagern, einlagern. Du kannst damit hin. Ja, rauslegen, reinlegen. So, jetzt haben wir nämlich hier schon mal ein bisschen mehr. Das macht sich ja schon mal besser bezahlt, würde ich sagen. So, Ressourcen zurückgewinnen brauchen wir nicht. Ich hätte jetzt ja halt schon gerne nochmal Blitzwaffe, ne? Oh, Stufe 2. Was brauchen wir denn? Prinzip Robert 5, 4 Dinger. 1, 2, 3, 4. Na dann. Daumen drücken angesagt. So, was hat unser Schild jetzt? Jetzt haben wir nämlich 33. Ach, guck. Ah. Ein E-Boss. Ein kleiner E-Boss. Aua. Oh, E-Boss ist weg, so wie das sich angehört hat. Wieso sind die alle so schnell? Wieso halten die so viel aus? Ratten. Leben. Alter Falter. Oha, Träume. 1, 2, 3, 4. So. 5. Zack, zack. Und zack. So, der kommt nämlich auf jeden Fall gleich mit.
Du kannst gleich darüber. Hier bin ich noch. Das ist aber noch weniger Rüstung, ne? Ich meine, ich kann den hier noch mit den packen. Was haben wir denn hier? Wie viel Rüstung kriegen wir hier? Vier. Hier ist Lebensraum mit drinne. Eieieiei. Nahkampfprojektil, magische Kraft. Hier magische Kraft damit rein. Sehr schön. Okay, den haben wir schon. Bei Projektil und Nahkampf interessiert uns ja sowieso nicht. Kriegen wir eh nichts. Hier ist nochmal Lebensraub. 1, 2, 3, 4. Oh, ich will Lebensraub haben. Ja, pass auf. Verkaufen. Lebensraub mit rein. Dann sehen wir zu, dass wir darüber irgendwie wieder was kriegen. Noch irgendwas drin? Magische Kraft Stufe 2. Ich habe nur Amulette der Stufe 2, wie das aussieht. Rerollen wir nochmal. Jetzt wäre das ganz geil, wenn wir langsam mal sicher mal anfangen würden, Dings zu kriegen. Na, wie heißt es denn? Ein Amboss. Verschieß Feuerbolzen. Eigentlich wollte ich ihn ja noch einen zweiten haben, ne? Weil das so schön über Zeit geht. Einmal Rerollen können wir noch. Daumen drücken. Nichts Brauchbares bei. Gut, nächste Runde, nächstes Glück. Also der Lebensraub triggert aber noch nicht ordentlich, ne? Ui. Naja, vier Räume mit hinzu. Pass auf, dann nehmen wir hier eins. Zwei, drei, vier. Dann nehmen wir nämlich hier nochmal Lebensraubamulett mit zu. Was haben wir hier? Nochmal magische Kraft mit hinzu. Erfahrungsgewinn, dafür mehr Gegnergeschwindigkeit. Was ist er hier? Hier, den wollen wir haben. Den wollen wir haben, weil Bewegungsgeschwindigkeit haben wir eh nicht. Den holen wir doch in der nächsten Runde, weil 60% mehr Angriffsgeschwindigkeit, wenn wir uns nicht bewegen. Geil. Abfahrt. Für Ratten. Wollten die wirklich? So, jetzt haben wir nur zwei Räume, die aufwerten können. Das ist schon mal Scheibenkleister. Scheibenkleister, sag schon mal. Was hast du denn? 1, 2, 3, pass auf. Da ein hin. Und da ein hin. Weil, dann verkaufe ich lieber den und setze den hier mit rein.
Dann haben wir das nämlich auch. Und dann gucken wir mal. Also wie gesagt, plus 2% Schaden mal erfolgreich im Ausweichen. Aha. Hier haben wir nochmal Angriffsgeschwindigkeit, dafür weniger Laufgeschwindigkeit. Dann können wir den hier lieber verkaufen und setzen den hier mit rein, weil bewegen tun wir uns jetzt gleich sowieso nicht mehr. Weil wir sind dann eben mal kurz bei 104 Angriffsgeschwindigkeit. Ausweichen ist 8. Kann man so lassen. Rüstung. Rüstung ist ein großer Malus. Apropos Rüstung. Hi. So. Direkt raus. Du direkt mit rein. Und jetzt fangen wir nämlich an, Gegenstände zu verbessern. Dann kann ich dich nämlich direkt wieder zurücklegen. Oh, einmal dürfen wir noch würfeln. Ah, nichts Gescheites mehr mit bei. So, und jetzt schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Wir laufen in die Mitte und bleiben stehen. Ja. Kann man mal machen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das ein einzigartiger Gegenstand ist, sprich ich ihn nur einmal kriege oder mehrfach. Weil würde ich den Fächer nochmal kriegen, würde ich ihn natürlich auch nochmal nehmen. Also wie irgendein Gegner nur in die Reichweite kommt, unserer Blitze, knüppelt das ja schon gut rein. So, 4 Räume. Rein prophylaktisch. Nur rein prophylaktisch. Pass auf, dich nehmen wir weg, dich nehmen wir weg. Würfel mal neu. Ah, Lebensraub, wie viel Lebensraub haben wir denn? Wir haben 22 Lebensraub, das reicht. Aha. Aha. Kuhglocke. Sattel. Wir haben noch ein bisschen mehr Glück. pass auf. Verkaufen. Rein damit, die nächste Uhr. 120. Ups. Ups, 29 Lebensraub. Upsi. Und noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. So, wir stellen uns wieder in die Mitte und warten ab. Na, jetzt müssen wir hier mal rausrennen. Irgendwo wollen wir nämlich noch leben. Ja, 6 Kammern. Kann man mal machen. Was ist er hier denn? Okay. So, also 6 Räume. Machen wir das mal so, dann würfeln wir hier auf jeden Fall nochmal neu. Ich will nämlich eine neue Waffe haben.
Nur mit Waffen sieht's gerade echt nicht gut aus, ne? Stundenglas. Mm-mm. Bringt nix. Ich kann das über magische Kraft hier noch wieder weiter rumbasteln. Dann werden wir nochmal Schild kriegen, aber das bringt mir am Ende des Tages ja nix. Aber den wollte ich haben. Lebensraum muss viel höher. Lebensraum muss viel, viel höher. Da kommt gleich noch einer mit zwischen. Ja, und dann schauen wir mal, wo die Reise hier noch so hingeht. Abfahrt. Oh, Junge, 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 was ist das denn? Ich hab den Endboss verpeilt. Ja, gut, ich hab den Endboss verpeilt. Belastend. Das lassen wir aber nicht auf uns sitzen. Dann machen wir den ganzen Spaß eben nochmal. So, wird die Folge eben über eine Stunde. Hey, who cares? Ja, dann nehmen wir mal was anderes. So, wir nehmen was anderes. Wir nehmen hier den Zauberstab. Das bleibt alles, wie es ist. Und los. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Alter. Eine Frage für einen Freund. Wie ist das denn? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da, 6. So, 1, 2, 3, 4. Ja, können wir direkt mal nehmen. So, also elektrischer Stab taugt nichts. Das haben wir schon festgestellt. So, Werte werden verwendet 15. Prozent. Schaden 3. Mich interessiert das, weil hier steht Werte verwenden. 15% von diesem Sternchen. Ich vermute mal, diese Sternchen sollen unseren Magiewert darstellen. Aber macht nichts. Sensen und sonst Zeugs. Was sollen wir denn damit? Jetzt haben wir 2 davon. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Irgendwas sagt mir, dass das nicht gut ist. Ja, hier nochmal direkt ein Level abgesaved. Boah, 3 Level. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gibt's noch einen Zauberstab hier, so einen großen? Verzaubert. Ja. Ja, egal. Neue Runde, neues Glück. Wenigstens werden die Karten größer.
Ich hasse diese Dinger. Aber ich meine, so Railgun-Projektile sind natürlich schon geil, ne? So ein schöner Teilchenbeschleuniger. Ich sehe nix. Naja. Naja. So, zwei Räume kriegen wir wieder zu. Dann packen wir einen hier hin, einen dahin. Und dann sind wir schon glücklich. Pass mal auf, wir nehmen das Ding hier mal mit. Mal gucken, was passiert. Dann würfeln wir mal neu. Abgehört, das macht man so. Feuerstab, drei Projektile. Pass mal auf. Hey. Nehmen wir eben den mit. Da ist die Taschenuhr. Die wollte ich haben. Also, nächste Runde gibt es die Taschenuhr. 12% mehr Angriffsgeschwindigkeit und wir haben dieses komische Ding hier mit. Mal gucken, was macht. Plus, wir haben Schwert dabei. Ach, der macht auch nur diese einzelnen Dinger. Da war ja was. Wenn man sich nicht merken kann, was für Waffen man hatte. Noch nicht ganz so lecker. Also der taugt auf jeden Fall nix. Aber dann machen wir hier schon mal weiter. Weil hier kann er safe dann die Uhr rein. Macht ja nix. Dann würfeln wir nochmal neu alles. Warum habe ich die nicht von Anfang an reingesetzt? Weiß auch keiner so genau. Haben wir hier Clown? Nee, wollen wir nicht. Wir machen nicht den Clown. Hier haben wir nochmal eine zweite Prisma-Klicke. Wie viel hat die? 1, 2, 3, 4 brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5. Nick, einer fehlt. Einer fehlt. Lebensraub. Nehmen wir einen zweiten Flammenstab. Aber ich hätte gerne mal einen normalen Zauberstab wieder. Da ist doch einer, sehr schön. Weil ich mag die. Ich mag die Tatsache. Sind mir sympathisch. Weil ich gerade mir überlegen. Das machen wir schon. Machen wir schon. So. Mal Flambe hier. Vielleicht lassen wir uns an der nächsten Welle dann, wenn die Bosswelle kommt, nicht gleich umnocken. Ich sag ja, hier nochmal richtig fett Angriffsgeschwindigkeit drauf, dann hast du es eigentlich. Es sei denn, meine Waffen kümmern sich um alles andere, nur nicht um das, was sie sollen. So, hier haben wir wieder 5 Räume. Oh ja, das sag ich ja schon mal nicht nein, ne? Pass mal auf. 3, 4, 5. Diesen, diesen. Dann haben wir erstmal 2 Schwerter. Nehmen wir den noch mit. Aber ist jetzt nichts Geiles bei, ne? Ressourcen. Dreschfliegel. Noch. Noch mehr Crit-Chance. Nö. Gut, aber wir haben eine neue Waffe.
Solange die uns im Nahkampf ein bisschen behilflich ist, ist es ja schon mal gut. Das mal dazu. Viel zu langsame Angriffe. Ja. Wieder 4 Räume hinzu, okay. So, du kommst mit nach oben. Dich können wir verkaufen. Dann nehmen wir definitiv lieber so einen hier mit. Du kannst auch weg. Die Schwerter taugen nämlich nichts. Jetzt war absolut gar nicht. Der Flammstab macht zu wenig Damage. Oh, eine Axt. Naja, hier haben wir auf jeden Fall Angriffsgeschwindigkeit. Die können wir mal mit reinklatschen. Ein Blitzstab sollten wir nicht mitnehmen. Crit-Chancen, Feuerstab. Schießt 3 Feuerbolzen. Den sollten wir auch mitnehmen. Ich glaube, das ist eine gute Kombi nachher. Gut, nächste Ebene. Jetzt haben wir 3 von den Dingern dabei. Und wir greifen natürlich noch einen Ticken schneller an. Oh je. Oh shit, ey. Ja, viel zu wenig Lebensraum. 2 Räume kriegen wir jetzt hinzu. Was brauchtest du? Du hattest hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommt da unten noch einer mit hin. Pass mal auf. Das Ding verkaufen. Das Ding hier mit rüber. Den auf jeden Fall mit rein. Den behalten wir. Der bleibt gesperrt. Aber der macht 12 mal 3. Wie viel machst du? 23. Kriegen wir die Angriffsgeschwindigkeit irgendwie noch gepusht? Wenn man von Teufel redet. Also jetzt so ein Level-Up wäre natürlich lecker, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das kriegen, ist halt sehr gering. Aber naja, gut. Ne, wir machen das Beste draus. Hier ein bisschen mehr Crit-Chance. Wir sind dafür zwar lahmarschiger, aber nehmen wir mit. Ja, und ansonsten haben wir nichts mehr. Nächste Runde, nächstes Glück. Das einzige Gute ist, dass die Laser die Gegner durchdringen von den Zauberstäben. Aber das ist schon echt eine Herausforderung. Ne? Viele kleine Gegner, dafür ist das halt nichts. Ne? Das ist schon hart belastend.
Ups. Haben wir so ein zweites Blitzding? Junge, mal so ein zweites Blitzding, ey, komm. Zweites Blitzding. Nein, Blitz. Hast du da wenigstens rein? Ach du Hefe, Feuerstreikkolben. Ja, gut. Neue Runde, neues Glück. Oha. Also besonders bemerkbar macht das sich, dass wir sie nicht mehr mit einem Hit zurückkriegen. Dass wir mehrere brauchen. Uftata, uftata. So, dafür gibt es zwei Räume mit hinzu. Ja, vielen Dank, Chantal. Vielleicht müssen wir wirklich umsteigen auf diese Projektile hier. Jetzt kriege ich die Blitzlanze dran. Ihr wollt mich trollen. Ist jetzt nichts Brauchbares, ne? Der schießt auch drei Feuerbolzen. Ja, es nützt nichts, denn müssen wir hier eben mal ein bisschen umrüsten. Der kann damit hin. Kannst da mit hin, dann kannst du nämlich ein weiter nach hinten. Kannst du nach hier unten. Du kannst hier oben mit rein, dann haben wir nämlich schon mal zwei Waffen mehr. Jetzt können wir mal neu würfeln und gucken, was kriegen wir hier. 8% mehr Schaden. Wollen wir. Wir wollen Schaden auf jeden Fall. Wir haben Schaden, wir wollen Schaden. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Oh, da ist der Endboss. Da irgendwo hier zwischen ist der Endboss. Nein, 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 nein. Diese Drecksau, wo ist sie? Ich sehe ihn halt nicht. Nö, ich sehe nicht. Keine Schnitte. No, das war's. Also Stufe 2 ist hier anscheinend richtig räudig. Das macht aber nichts, weil ich gebe hier nicht eher Ruhe, bis das ganze Ding durch ist. Aber bevor das Video noch länger wird, mache ich hier einfach einen Cut. Und wir gehen mal ins Hauptmenü. Mal gucken, was wir da noch so freigeschaltet haben. Ob wir schon wieder irgendwas Neues haben. Nee, anscheinend noch nicht. Macht aber nichts. Weil wir machen im nächsten Run machen wir den Rahmen. Ja, im nächsten Run rennen wir einmal mit dem Raben durch. Ja, und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Haut rein, macht's gut und tschüssikowski.